Eine Rettung nach fast 300 Stunden unter Trümmern. 13 Tage nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien haben Einsatzkräfte in der verwüsteten türkischen Stadt Antakya ein Ehepaar und ihr Kind aus den Überresten eines Wohnhauses gerettet. Der 12-jährige Sohn verstarb allerdings wenig später im Krankenhaus. Insgesamt liegt die Zahl der Toten nun bei rund 46.000 Toten. Die Überlebenden im Erdbebengebiet müssen unterdessen mit weiterhin starken Nachbeben rechnen. Bisher waren es mehr als 4.700. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.